Ja, erstmal noch eine kleine Anmerkung vorweg, bevor das richtige Video gleich startet. Wundert euch nicht, wenn jetzt noch ein paar Videos kommen, wo ich nicht so wirklich auf die neuen Formate eingehe. Liegt einfach daran, dass ich ein paar Videos irgendwie schon mal gedreht hatte. Die wollte ich als Special bringen, einfach mal zwischendurch reinschmeißen. Bin aber nicht wirklich dazu gekommen, die zu schneiden. Ich habe es dann irgendwie verdattelt, hatte keine Lust und wie das halt so ist. Und deswegen, die kommen jetzt innerhalb dieser neuen Formate, kommen also ein paar Videos, wo ich nicht diese Formate erwähne. Deswegen wundert euch nicht und ja, nehmt es einfach hin, kommt jetzt alles. Und dann läuft das auch. Hallo, willkommen zu einem kleinen Special mal wieder. Ich habe hier was ganz Besonderes für euch, oder eigentlich eher für mich. Und zwar 2 Liter Priesterhell aus dem Brauhaus Zwickau. Hier seht ihr das, also dieser Glaskrug vom Brauhaus Zwickau, gefüllt mit, ja, es ist sogar ein bisschen mehr wie 2 Liter, was man hier mir gegönnt hat. Ist nicht ganz günstig, wenn man sich diesen Henkelpot zusammen mit der Füllung holt, aber nachfüllen kostet, glaube ich, 6,50 Euro oder 6,90 Euro. Hält sich im Rahmen noch das Ganze. Ja, auf der Internetseite erfahren wir nicht allzu viel. Hat das Brauhaus natürlich, könnt ihr reservieren, alles möglich. Also ihr könnt sehr gut essen dort im Brauhaus Zwickau. Und das ist wirklich preiswert, sehr lecker. Und die Biere dort kann ich allesamt sehr empfehlen. Haben mich lange Jahre in meinem Studium dort in Zwickau begleitet. War ein fester, ja, Bestandteil eigentlich, ein Ritual. Nach jeder Prüfungsperiode zum Abschluss gab es eine Maß dort im Brauhaus. Und daher möchte ich euch das hier nicht vorenthalten und das mal mit euch verkosten und euch mal kurz beschreiben, was das für ein Bier hier ist. Ja, einzig was wir erfahren aus der Speisekarte, die gibt es auch online einzusehen, dass das Bier eine Stammwürze hat von 12,5% und ein Alkoholgehalt von, ja, in etwa 5%, also irgendwo da roundabout liegt das Ganze. Ansonsten haben wir hier, erfahren wir nicht viel. Ich kann mal kurz gucken, was die Neubefüllung kostet. Ja, 6,50 € kostet die Neubefüllung dieses Glaskruges. Ja, 2 Liter ist eine ganz schöne Menge. Leider gibt es keine kleinere Abfüllung, hätte ich sonst vielleicht auch mich mit einem Liter zufrieden gegeben. Aber ich will nicht klagen, jetzt habe ich 2 Liter von diesem, ja, herrlichen Bier. Ich nehme das Urteil einfach schon mal vorweg. Ja, und ich würde sagen, wir machen es einfach auf und gucken, was drin ist. Puh. Und da ich das Ganze auch immer schön im Maßkrug dort genossen habe, na, den Tropfen mal noch wieder runter, sonst saue ich hier gleich alles ein. Das wollen wir auch nicht. So, da ich das alles im Maßkrug genossen habe, im Brauhaus immer, auch hier obligatorische Mensch. Jetzt habe ich es auch. Maßkrug. Jetzt muss ich mal kurz mal gucken, wie ich das hier mache. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade nicht im Bild ist, das Einschenken. Aber so eine 2 Liter Flasche aus Glas, die muss man erstmal handeln können. Ohne Unfälle hier. Ohne Unfälle. Wird heute auch nicht besser, also ohne Unfall. Na gut. Zum Einschenken merkt euch, ein 2 Liter Henkelpot ist nicht so optimal. Dennoch, auch wenn das jetzt mehr als die Hälfte Schaum ist, ignoriert einfach mal dieses HB-Emblem. Stellt euch vor, da ist im Prinzip dieser Aufdruck drauf, wie auch auf dem Glaskrug. Den müsst ihr euch vorstellen, ist auch auf diesem Henkelpot, auf dem Maßkrug. Henkelpot war das. Ja, was haben wir hier? Helles, also ein helles Bier und das Ganze leicht, ganz leicht noch eben trüb, aber schon sehr klar eigentlich. Und ja, ihr seht es, Schaumbildung ist sehr reichlich, auch sehr langanhaltend. Das Ganze ist sehr fein bis nach oben hin, dann mischporig und ist von oben einfach sehr schön sahniger Schaum. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in der Kamera vielleicht sehen kann. Also es ist wirklich, man könnte fast mit, ja, ihr seht das. Entschuldigung, dass ich jetzt den mittleren genommen habe. Ich wollte hier niemandem zu nahe treten. Ja, also es ist wirklich ein sehr schöner Schaum, der sich sehr angenehm lange hält. Jetzt können wir mal gucken, was der Geruch sagt. Ich lerne halt auch nicht gucken, was der Geruch sagt. Naja, wir kommen zum Geruch. Riecht sehr schön frisch, leicht süßlich, blumig. Tendenziell, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre ein Pilzbier, würde ich hier eher auf ein leicht malziges Bier tippen, ein bisschen süßer. Ich kann euch allerdings sagen, der Geruch hier ist ein Ticken anders. Aber ihr habt hier eher so dieses, ja, diesen wirklich süßlichen Geruch. Sehr angenehm, aber in der Nase auch. Spricht ihn direkt an, also es riecht schön frisch und leicht süßlich. So, damit habe ich eigentlich den Geruch so komplett beschrieben, finde ich. Nicht besonders blumig, nicht so, na, überhaupt nicht nach Gras. Also Herbesbier braucht ihr jetzt nicht, also übermäßig Herbesbier braucht ihr nicht zu erwarten. Ist es hier einfach nicht. Es ist ein schönes, helles und von daher kommt es zum Geschmack.
Prost. Das ist einfach sehr angenehm zu trinken. Das ist ein sehr süffiges Bier. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Und ich schmecke jetzt für euch einfach nochmal ganz genau hin, was für Geschmacksnuancen so drin sind. Und da haben wir... Ach, es ist nicht ganz so frisch am Anfang wie ein Pilzbier. Es kommt aber sehr angenehm die Zunge runter. Verbreitet sich auch so schön im ganzen Mund, bringt auch die Form. Also Maßkrug finde ich für dieses Bier auch ideal als Getränk, also als Gefäß zum Trinken, weil einfach das Bier sich über den ganzen Mundraum verteilt und so seine ganze Geschmacksvielfalt eigentlich offenbart. Und das Bier ist sehr schön süffig, ist so leicht süßen, karamelligen Touch drin und eine ganz angenehme, milde Würze. Und das zieht sich komplett durch. Auch im Abgang ist das Ganze sehr harmonisch und eher durch diese Süße, diese leichte Süße bestimmt und gepaart mit so einer angenehmen, milden Würze. Eigentlich, wenn ich schon kein herbes Bier habe, dann möchte ich bitte schön sowas trinken. Also da haben sie wirklich im Brauhaus, also der Braumeister hat meine allerhöchste Achtung. Der hat ja ein sehr schönes Bier kreiert, immer wieder. Die setzen ja immer so kleine Kessel dort auf. Und dann ist auch immer, steht dann irgendwo an den Tafeln auch, was sie gerade eingefüllt haben, was da gerade für ein Bier gärt. Und da steht auch schon, wann der voraussichtliche Fassanstich ist. Ich war leider noch nicht zum Fassanstich dort, aber ich kann euch sagen, ein Besuch, wenn ihr in Zwickau seid oder in der unmittelbaren Nähe zu Zwickau, ein Besuch im Brauhaus ist auf jeden Fall jederzeit ja fast schon Pflicht, aber ich muss sagen, sehr empfehlenswert. Das Brauhaus Zwickau, die Institution eigentlich in Zwickau, die ich vom vollsten Herzen her empfehlen kann. Das Bier schmeckt, das Essen schmeckt, gute Preise und der Rest, lasst euch einfach selber davon überzeugen, was es dort gibt. Also falls ihr mal in die Nähe kommt, schaut auf jeden Fall beim Brauhaus Zwickau vorbei. Wenn ihr diese, ja, 16,90 € waren es, glaube ich, die für diesen 2 Liter Hinkelpotter bezahlt habe, habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. War so ein bisschen mein Souvenir für meine Studienzeit und alle Tage mache ich so eine Ausgabe natürlich nicht für 2 Liter Bier. Aber wie gesagt, 6,50 € kostet das Nachfüllen nur und ihr bekommt hier wirklich ein sehr schmackhaftes, sehr süffiges Bier. Und ich kann euch sagen, wenn wir dann dort nach einer abgeschlossenen Prüfungsperiode im Brauhaus eingezogen sind, nach der letzten Prüfung, dann natürlich das erste Bier, vielleicht was zu essen mit dabei, wenn man noch nichts im Magen hatte, großartig. Und es blieb dann meistens nicht bei einem Maß. So viel sei gesagt, ja, ich nehme noch mal einen Schluck und einfach herrlich. Das soll es für heute gewesen sein. Das war dieses kleine Spezial zu meinem kleinen Andenken hier an Zwickau und meiner kleinen Belohnung für mich. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen, auch wenn das hier mehr für mich war als für euch. Ich habe euch trotzdem daran teilhaben lassen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es ist, Däumchen drauf, ihr kennt das Spielchen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch teilen mit euren Freunden und Bekannten. Und im nächsten Video sehen wir uns dann natürlich wieder beim Biom 4. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin es auf jeden Fall. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video gerade guckt, eine schöne Woche. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wann ich schaffe, dieses Video rauszubringen. Aber wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Und dann bis zum nächsten Video. Wie gesagt, alles Gute. Macht's gut.